Freundin, da das so klein ist, können wir das einfach ein bisschen umstecken. Normal würde ich das, wenn es größer wäre, mit dem Ofenband festkleben überall am Tisch. Und dann würde ich das reihen, damit ich das dann in Ruhe auf dem Schoß oder auf dem Tisch steppen kann. Dieses ist jetzt nicht das, dass man ganz kleine Stiche machen muss, sondern man kann ruhig 2-3 mm große Stiche machen. Da ich das sowieso durchs Wasser ziehen muss, damit das abgeht, also ihr wisst ja nicht bügeln, sonst geht es nicht mehr ab, habe ich jetzt hier einen Garn, da darf man aber nicht dran lecken. Das löst sich im Wasser auf. Damit tue ich mir das ein bisschen reihen und wenn ich dann das auswasche, ist der Reihfaden gleich mit weg. Das kann man für viele Sachen gebrauchen. Wir fangen von der Mitte aus an, ein bisschen zu reihen. Das ist ein dünner Faden. Ihr könnt aber auch normalen Reihfaden nehmen. Wir arbeiten uns dann bis an den Rand vor, zu allen Seiten. Das kennt ihr ja schon aus dem anderen Video. Bei großen Quilts, da muss man die natürlich festmachen mit einem Ofenband, was man auch machen kann. Es gibt für Gartenmöbel so Halter für die Tischdecke, das kann man auch nehmen, wenn man ein größeres Quilt hat und auf dem Tisch dann drumschlagen um den Tisch und dann die Halter dran machen. Das muss natürlich an den Tisch passen. Wenn der Tisch dick ist, geht das nicht. So, ich habe das jetzt gereiht. Das Garn wird am besten in eine Tourtüte gelegt. Stellt euch vor, euer Enkelkind leckt da dran, dann ist das Garn weg. Oder es kommt ein Tropfen Wasser mitten drauf, dann könnt ihr auch alles wegschmeißen. Das ist aber gut anwendbar für viele andere Sachen, auch Trapunto. Also nicht am Faden lecken beim Einfädeln. Und immer Kennzeichen. Stellt euch vor, ihr würdet ein Quilt damit nähen. Dann fällt es auseinander beim Waschen. Ich habe hier mal so ein Tablett geschenkt gekriegt. Da ist hinten ein Kissen und oben ein Tablett. Da kann ich mich in meinen Sessel setzen und das so vor mich hin machen. Guckt mein Mystery Quilt, Patchwork Schule, Steppen, Quilten. Fingerhüte gibt es viele. Mir sind die seltsamerweise immer alle zu groß. Dabei habe ich auch nicht gerade zierliche Fingerchen. Das ist sogar auch ein bisschen groß. Es gibt auch welche, die kann man in Plastik lesen. Die passen sich ein bisschen an. Das könnt ihr alles in dem anderen Video gucken. Wir gehen natürlich immer von der Mitte aus und arbeiten uns zu den Seiten vor. Sonst zieht sich das. Sonst hat man nachher lauter Wellen, wenn man am Rand anfangen würde. Ich nehme jetzt hier ein Quiltgarn. Da gibt es vielerlei Sorten zum Handquilten. Ich brauche das mal auf. Ich mache das jetzt nur für euch. Kann vielleicht dann die Mimi zum Schlafen haben. Ich habe jetzt die Farbe genommen, damit man es auch besser sieht. Bei dem anderen sah man ja überhaupt nichts. Ich hatte ja ewig dieses Stück rumfliegen, noch von unserem neuen Patch, 9er Block. Da habe ich mir noch ein Stück dran genäht. Und zwar habe ich dann in ähnlichem Stoff einfach einen Ananasblock gemacht. Das gibt dann eine Tasche mal wieder, eine dicke Einkaufstasche, wo auch wieder was Schweres rein kann. Ich habe Vorder- und Rückenteil der Tasche aneinander genäht, habe mir dann in der gleichen Größe ein Futter ausgeschnitten. Jetzt nähe ich nur die Oberseite an, am Futter, hier oben von der Tasche und hier unten. Hier nähe ich das ein paar Mal hin und her, ihr kennt das schon aus meiner Ananastasche. Da seht ihr, was ihr machen könnt, wenn ihr mal so ein Stück übrig habt, was ihr mal probiert habt. Das sieht jetzt so aus. Hier ist die andere Seite. Also Futter und Oberseite. Hier in Schweden braucht man ja große Taschen, weil man nur mit dem Auto einkaufen kann. Es sei denn, man wohnt in der Stadt. Aber da kann man auch schon nicht mehr wohnen. Hier ist die Höhe 43.
Jetzt rechne ich hier die Naht ein bisschen ab. Und die Breite 56, wenn sie fertig ist. Das ziehen wir jetzt auf die Rückseite wieder. Also, hier ist der Beutel, der Innenbeutel. Und hier ist die Außentasche. Die klappt man so aufeinander. Hier ist die Naht, von wo alles aneinander kommt. Naht auf Naht, schön gesteckt. Jetzt näht man die Seitenteile zu, aber lässt hier unten im Futter eine Wendeöffnung. Dann ist man schon fertig. Unsere Vorderseite, natürlich von hinten. Hier ist die andere Seite. Hier habe ich jetzt die Wendeöffnung aufgelassen. Da greife ich jetzt rein und ziehe die ganze Tasche durch. Das bügeln wir noch ein bisschen hier oben. Und den hier lang, wo die Henkel sind, da nehmen wir hin und her. Oder Trippelstich haben manche. Dann sind wir schon fertig. Die Wendeöffnung ziehen wir wieder raus. Nehmen die so. Ich habe hier unten extra ein bisschen zugenäht. Dann habe ich sie einfach und brauche nur noch so ziehen. Nehme ich so zusammen und kann das jetzt mit der Maschine oder mit der Hand zusammennehmen. Schon wieder haben wir eine schöne Einkaufstasche, die viel aushält. Kann man viele Schnapsflaschen reintun als Schwede. Wir mögen nicht so gern Schnaps. Und ich habe endlich meinen Stoff hier verwertet, was ich schon lange liegen habe. Viel Spaß! Unsere große Einkaufstasche ist fertig. Was ja schnell geht, durch die Fütterung, es ist alles sauber, man kann es auch verschenken. Und es geht schneller, als wenn man keine Fütterung macht, weil man überhaupt nichts versäubern braucht. Hinten ist, wie gesagt, das Übrige, was ich noch ewig hatte von unserem neuen Patchblock, 9er Block. Die Tasche ist groß genug, dass man sie ins Schwimmbad mitnehmen kann und waschen kann man sie ja auch. Nur als kleines Beispiel, was ihr aus übrig gebliebenen Blöcken machen könnt. Hier habe ich jetzt mein walisisches Quilt fast fertig. Das ging schnell, es war ja auch so klein. Ich habe, wie gesagt, den auswaschbaren blauen Stift genommen. Normal würde ich das jetzt so machen, aus Faulheit. Ich habe hier einen schönen Rückseitenstoff. Ich würde das jetzt wie in meinem einen Video, ich kann das da drunter in die Box schreiben, einfach hier mit einem Zentimeter so umdrehen. Dann wäre ich schon ganz schnell fertig. Das wäre ganz einfach und schnell. Aber wir können noch mal nachgucken, ob unsere Größe noch einigermaßen geblieben ist. Sonst könnte man es zur Not noch begradigen. Natürlich habe ich hier drumherum genäht, was man da natürlich nicht abschneiden soll. Doch, hat sich nicht so verzogen. Man kann auch eine abweichende nehmen. Wer sehr gut quilten kann, kann auch schwarz nehmen oder weiß. Zum Zeigen reicht es, wenn ich jetzt nur ein bisschen abschneide. Die Reihfäden hätte ich nochmal weggemacht vorher. Ich habe aber die auswaschbaren Reihfäden. Jetzt sehen wir hier, jetzt ist alles gleich. Der Rückseitenstoff, die Wattierung und das obere. Was wir jetzt aber machen wollen, ist die Wattierung zurückzuschneiden. Aber nicht so viel, sondern die Hälfte, sagen wir mal. Wir klappen jetzt den Rückseitenstoff zurück, sind vorsichtig, und den Oberstoff zurück. Wenn wir Angst haben, dass wir irgendwo reinschneiden, können wir auch alles so zurückstecken. Kommt drauf an, wie geschickt man ist. Wenn ich das jetzt hier zurückklappe, kann ja nichts passieren. Man kann es auch mit der Schere schneiden. Mein Kännchen, was jetzt noch übersteht, hier im Oberstoff, ist genau 2,2 cm. Das habe ich aber mehr auswendig gemacht. Es ist aber auch ungefähr 1 Inch zum Beispiel. Ich klappe das jetzt zurück und das hier ist ja dann auch 2,2 cm. Das beschneide ich dann auf 1 cm. Die Hälfte wäre 1 cm, dann nehme ich mein Zentimeterlineal, was ich noch habe. Da komme ich genau hin. Jetzt muss man aufpassen, dass man nicht reinschneidet, wie gesagt. Jetzt nehmen wir aber nicht mehr für die Kante das Quiltgarn, sondern was ganz genau dazu passt.
In diesen Fällen ist es meist besser etwas dunkler, weil es sowieso im Schatten liegt. Jetzt haben wir also hier die Kante unten, die ist dann einen Zentimeter länger als die Wattierung und oben auch. Unsere Wattierung ist jetzt 1 Zentimeter kürzer als Ober- und Unterstoff. Das drehen wir jetzt rum. Also wir sind jetzt auf der Rückseite. Wir wollen jetzt den blauen Oberstoff hier drüber klappen über die Wattierung. Den nehmen wir, klappen den bis zur Mitte. Hier war ja die Kante, die ich gequilt habe. Jetzt klappen wir den Unterstoff ein bisschen kleiner als den Oberstoff, dass der ein bisschen hier hinter verschwindet. Das können wir uns dann so stecken und später mit Klammern machen, damit wir uns nicht stechen. Oder wir reihen es und nähen das Ganze in Ruhe. Ich zeige es euch nochmal. Den oberen blauen Stoff klappen wir bis zur Mitte. Den unteren Stoff klappen wir ein bisschen kleiner um, dass der vielleicht ein bisschen zurückliegt. Es kann auch genau aufeinander treffen, das spielt jetzt keine Rolle. Nur dann seht ihr den von oben nicht. Das gibt dann eine ganz tolle Kante. Und von unten auch. Das ist eine Möglichkeit, wenn man ein gerades Quilt hat und kann gut mit der Hand nähen, dann kann man das so machen. Jetzt nimmt man den blauen Faden und näht entweder ganz vorsichtig hin und her oder macht auf der Kante, wie man sagt, Wippstich. Man näht es so in kleinen Stichen. Kann man beim Fernsehen machen oder so. Das ist die originale Einfassung für ein walisisches Quilt, Welsh Quilt genannt. Von oben sieht es dann so aus und ist dann fertig. Wer das alles nicht möchte, kann natürlich wie immer ein Schrägband drum machen oder ein gerades, wenn die Ecken gerade sind. Oder wie gesagt, hier wäre es gut gewesen, ich hätte es nach vorne geklappt. Aber so habt ihr eine neutralere Sache und braucht euch nicht dann nach der Farbe richten. Viel Spaß! Are you sleeping? Are you sleeping?
zu heiß. Wo ist der Swimmingpool? Mir ist zu heiß. Wo ist der Swimmingpool? Und zwar wird das nur aus einem Stück gemacht. Weder Patchwork, noch Stücke, noch Applikationen. Es wird einfach nur ein Muster gemacht mit Steppstich. Das ist dann das ganze Quilt. Das kann man dann fürs ganze Bett machen oder klein oder als Wandbild, wie man es gerade möchte. Kann man im Urlaub mitnehmen. Wir schneiden uns jetzt ein schönes Stück raus. Das Beste, was man jetzt für dieses Projekt haben kann, ist so ein blauer Stift. Da steht Maul. EU-Zensur! Das wäscht man dann ab mit einem nassen Lappen oder man wäscht den ganzen Stoff, den man dann gezeichnet hat, wenn man fertig ist. Ich habe euch das schon mal gezeigt. Das war am besten. Für unser Zentangelquilter ist das drin. Ich markiere mir jetzt erstmal die Mitte. Wenn es gerade ist, ist das auch gut. Ich habe hier ein Lineal, da sind kleine Löcher drin, jeden halben Inch. Also 1,2 cm ist das dann ungefähr. Das stecke ich mir hier in die Mitte. Wegrutscht. Jetzt male ich das ganz vorsichtig und schön. Ich male es anständig. Wir können auch Pünktchen machen, wenn wir die Rundung nicht so gut hinkriegen. Das wird ja gestickt, also praktisch gequiltet. Das sind ja alles unsere Quiltlinien. Auch geht gut. Mit den Pünktchen geht es auch gut. Das ist jetzt hier drauf, in der Form. Man könnte jetzt noch in der Mitte noch eine kleine machen. Das sieht vielleicht gut aus. Ich nehme dann einfach hier mein gefaltetes und schneide das etwas kleiner, ungefähr einen Zentimeter vielleicht. Ich nehme dann einfach hier wieder das Runde. Ich lege mal das unter. Ich lege mir hier was Rundes an, was dann aber kleiner sein muss. Ich male mir das ein. Ich habe das jetzt so. Mal sehen, wie es aussieht. Sieht wieder schön. Thank you.
es nicht gut seht, das ist also das Blatt, das obere Teil. Ich zeige es euch mal ein bisschen näher. Also hier ist das Blatt, hier ist der Halbbogen, hier gehen die anderen Bogen. Hier habe ich das dann so gemacht. Das ist ein bisschen viel Arbeit beim Malen. Aber wenn ihr euch das, wenn ihr euch den halben Kreis macht, kommt ihr gut hin. Jetzt haben wir ja hier eine freie Stelle bis zu unserem Mittelquadrat. Da wollen wir auch was Schönes machen. Bei euch kann das so groß sein, wie es will. Da machen wir einen Kreis zu beiden Seiten. Diesmal einen Viertelkreis. Wir können malen, was wir wollen. Wir können auch ein Herz hier reinmalen. Es ist aber gut, wenn es viel ist. Jetzt habe ich 1, 2, 3, 4 Teile. Das möchte ich dann jetzt hier auch wieder rund haben da drin. Da gucke ich, ob ich vielleicht hier was finde. Das müsste schon der große dann sein. Den lege ich hier an. Das ist dann praktisch wie eine Dresdner Platte, die wir schon genäht haben. Wer sowas hat, kann auch das anlegen. Jetzt fehlt uns noch hier oben was. Ich nehme dann eine Art kleines Blatt. Was passt? Dann nehmen wir unseren Viertelkreis, den wir eben ausgeschnitten haben, schneiden uns den in Papier aus und falten den einmal so und einmal so nochmal. Also da erscheinen jetzt vier Teile. Also mein Kreis, was ich eben in die Ecke jetzt hier gemacht habe. Der große, den habe ich mir jetzt in Papier gemacht und gefaltet, einmal so und nochmal. Ich habe jetzt vier Teile. Das heißt, ich möchte ein kleines Blatt haben, was da reinpasst. Ich male mir das Blatt ein bisschen auf, wie groß es so sein soll. Da bin ich jetzt besser mit zufrieden. Also, wie gesagt, ich habe das hier so hingelegt und umgemalt und dann ein bisschen verbunden. Das ist gut. Jetzt schneidet ihr das ab und schneidet die Blätter praktisch so aus, aus eurer Pappe. Man muss sich immer zu helfen wissen. Das hat mir auch keiner gezeigt. So, das legen wir jetzt wieder drauf. Malen unsere Blätter danach. Jetzt malen wir unsere Mittellinie. Da das sich alles wiederholt, können wir das einfach so rumdrehen und für die andere Seite nehmen.